Auf unseren letzten Redner freue ich mich ganz besonders, weil der kommt daher, wo ich auch herkomme. Haben wir gerade festgestellt, aber er kann auch Hochdeutsch, ganz entgegen den Aussagen, die über diesen Landstrich gesagt werden. Klaus Bürkli ist Professor in Ravensburg und ich freue mich, dass er hier ist, weil er letztlich dieses Thema Type Goes Interface nochmal, denke ich, wunderschön abrunden kann. Er hat sich lange beschäftigt und wirklich geforscht, also nicht nur so intuitiv geforscht, sondern richtig geforscht über Interfaces, über User Experience Design. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, Klaus. Ich bin gespannt, was du uns zu erzählen hast. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Vielen Dank für die Einführung. Jetzt werde ich mal ein bisschen auf Schwäbisch hier weiterfahren. Ja. Nee, also keine Sorge. Ich versuche es einigermaßen auf Hochdeutsch durchzustehen. Genau, letzter Vortrag. Ich freue mich besonders, dass noch so viele hier sind. Es ist nicht unbedingt selbstverständlich zu der Zeit, jetzt hier noch zu sitzen. Von daher schon mal vorab vielen Dank dafür. Das Thema, um das es bei mir geht, schließt tatsächlich so ein bisschen den Kreis zum vorletzten Vortrag, interessanterweise. Allerdings geht es bei mir auf dieser Spanne von Interface zu Typografie, die ja auf der Konferenz jetzt hier stattfindet und stattfinden soll, vor allem eigentlich um Interfaces. Ja. Also ich komme aus dem digitalen Bereich und komme aus der digitalen Gestaltung, User Experience Modelle, User Experience Design, Interface Design, Interaction Design vor allem. Und da spielen viele Aspekte eine Rolle, die in irgendeiner Form mit Prototyping zu tun haben. Ja, und was Prototyping in dem Fall mit Typografie zu tun hat, ist vielleicht an der Stelle nur dieser kleine Wortwitz, der hier steht. Vielleicht aber doch ein bisschen mehr auch. Vielleicht ganz kurz zu den Dingen, die ich heute vorstellen werde. Das werden keine Studentenprojekte sein, es werden auch keine Studienprojekte sein jetzt, sondern vor allem Projekte, die aus dem Kontext Intuitive Media Lab kommen. Das ist ein Büro, mit dem ich die letzten 7, 8 Jahre zusammengearbeitet habe und wo ich denke, dass vieles von dem, was wir heute teilweise auch schon gehört haben, tatsächlich nochmal in Anwendung gezeigt werden kann. Intuitive Media Lab ist ein Büro für, wir nennen es Corporate Interaction Design, wobei das auch eigentlich nicht mehr so ganz stimmt. Die Schnittstelle ist aber durchaus interessant, weil es eigentlich versucht, das klassische Brand-Themen mit Interaction Design zu verknüpfen und zu sagen, eigentlich ist Interaktion oft ein wesentliches Markenmerkmal. Also gerade bei Automobilen ist es eigentlich sehr interessant. Da ist jegliche Form von Interaktion, wie sich ein Türgriff anfühlt zum Beispiel oder selbst wie eine Tür zufällt, ja, hat mit der Marke zu tun. Und das sind letzten Endes aber auch Interaktionen, die da stattfinden. Die müssen qualitativ hochwertig sein oder die Marke hat ein Problem an der Stelle. Also es geht nicht nur um ein Markenbild, sondern auch tatsächlich, dass diese Marke im Produkt erlebbar wird, in digitalen Produkten. Das machen wir für verschiedene Auftraggeber, in dem Fall zum Beispiel, das ist ein großer Kunde oder ein langjähriger Kunde, so muss man sagen, eigentlich fast 10 Jahre mittlerweile besteht die Kundenbeziehung zu Carl Zeiss Microimaging, speziell im Bereich von Lasermikroskopie. Das ist ein Bereich, der hochkomplex ist, wo es Mikroskope gibt, die bis zu einer knappen 1 Million Euro kosten und wo entsprechend eben auch Software entsprechend für diese Geräte entwickelt wird, die dann teilweise so eine Mischung aus, also viel von dem, was da passiert, ist eine Mischung aus Photoshop, Illustrator, InDesign, wenn man so in unserer Sprache vielleicht sprechen möchte, wo die Forscher und Wissenschaftler Möglichkeiten bekommen, mit dem, was sie aus diesen, Mikroskopen ziehen, tatsächlich dann zu arbeiten, Bilder zu veröffentlichen, tatsächlich Publikationen fast schon in dieser Software zu machen. Wesentlich kleiner in dem Fall zum Beispiel, aber auch vom Thema her sehr interessant, ist das Thema, das nennt sich dann so neudeutsch-denglisch, Domotic Services oder im Prinzip Dienste, die Interaktionen bei uns zu Hause, wenn wir alle irgendwann digitales Zuhause haben werden, steuern können. Und das letzten Endes sind es dann eigentlich zum Beispiel wie in dem Fall Apps, die ich nutzen kann, um remote meine Steuerung, meine Heizungssteuerung zu Hause oder meine Jalousien, wie auch immer, nochmal zuzuziehen, wenn ich gerade im Urlaub bin.
Das ist aber eigentlich nur der Anfang, weil diese Domotic Services noch wesentlich weitergehen und interessanterweise sind wir da eben sehr viel in diesen Forschungsthemen, also Interaktionsforschungsthemen mit drin. Aber auch solche Dinge sind entstehen bei Intuity, wo es eher um ja, Erlebnisinteraktion geht. Also eher Dinge, die tatsächlich versuchen, ein wie immer geartetes Erlebnis bei einem Besucher, in dem Fall zum Beispiel von einer Ausstellung, zu erzeugen und ihm ein gewisses Gefühl mitzugeben, nicht nur Informationen zu vermitteln, sondern ihn sozusagen mit einer positiven Emotion auch aus dieser Veranstaltung dann zu entlassen. Das aber nur kurz als Überblick. Natürlich spielen wie überall Typografie in vielen Fällen spielt Typografie eine Rolle und eine wesentliche Rolle natürlich auch, um Qualitätsansprüche, wie wir es heute sehr oft gehört haben, auch mit zu kommunizieren. Das ist letzten Endes auch was wir natürlich sehr oft machen, also klassische Spezifikationen zum Beispiel für Software, für verschiedene Softwareanwendungen, für verschiedene technische Gerätevoraussetzungen, Screenvoraussetzungen, die sehr unterschiedlich sein können zu dem, was wir eigentlich so üblicherweise auf dem Schreibtisch stehen haben. Aber darauf möchte ich gar nicht so arg eingehen, weil erstens die Zeit vorangeschritten ist und zweitens interessanterweise eigentlich das so eine Schrift ist, die bei uns sehr oft zum Einsatz kommt. Ja? Und ich zeige sie trotzdem, auch wenn ich Gefahr laufe, dass sich jetzt einen die Fingernägel nach oben drehen. Ja? Das ist an der Stelle tatsächlich etwas, was sehr oft eigentlich passiert, dass wir sowas verwenden, um genau eine Diskussion über Stilistiken oder eine Diskussion über Design nicht zu früh zu haben im Prozess, in diesem Entwicklungsprozess. Und das muss man als Gestalter oder als Designer, dem natürlich sehr arg am Herzen liegt, wie das gestaltete Ergebnis am Ende aussieht, erstmal schlucken. Ja. Also muss man tatsächlich in diesem Prozess sagen, okay, diese ästhetische Ebene nehme ich zu meinem Selbstschutz sozusagen zurück und sage, so arbeiten wir zumindest, wir arbeiten sehr viel über solche Wireframes, nennt sich das dann. Ja. Also Wireframes, die im Prinzip bei Softwareentwicklung oder Softwareoberflächenentwicklung eigentlich den Vorteil haben, dass man sehr schnell in eine Diskussion kommt mit dem Kunden, mit dem Auftraggeber über Flows, also gar nicht über statische Seiten oder die Aufteilung der Seite, ob jetzt hier das Logo steht oder dort irgendwie entsprechend viel Schrift steht, sondern dass es zunächst erstmal um Abläufe geht, wo ich aber relativ schnell auch definieren kann, wo bestimmte Funktionalitäten auf der Seite oder auf in dem Fall der Applikation bereitgestellt werden sollen. Und oft haben wir dann genau diese Diskussion eben nicht, dass einem der Auftraggeber oder der entsprechenden Gruppierung, die für den Auftraggeber dort sitzt, dann in subjektives Argumentieren kommt. Ja, und wir kennen das alle, wenn der Kunde dann irgendwie die Schrift oder die Schriftfarbe nicht mag oder den Schriftstil nicht mag, dann ist es erstmal eine Diskussion, die man dann wieder eigentlich von der Ästhetik wegbekommen muss, weil wir auf der Ebene eigentlich eher über ganz andere Dinge reden noch. Ja, da geht es eher um Abläufe, wie gesagt. Und das ist eben ein wesentlicher Aspekt, wenn wir über Interaktionsgestaltung sprechen oder auch über Human-Centered Design. Und ich zeige das deswegen hier, weil es dafür, wir sind ja in Deutschland, auch eine Norm gibt, eine deutsche Industrienorm, ja, nach der man arbeiten kann, nach der man gestalten kann. Also wir denken, wir sind so kreativ, aber eigentlich ist das genau das, was wir eigentlich ständig tun. Und es gab Beamte, die das dann in eine Norm gefasst haben. 2011 nochmal aktualisiert und letzten Endes, ich gehe kurz durch, weil letzten Endes kennen wir das eigentlich alle aus unserem Designprozess. Ja. Also es gibt in irgendeiner Form im Vorfeld vielleicht eine Art Plan, ja. Das kann aber auch nur ein Plan sein, der von jemandem anderen schon mal definiert wurde, Kunde, wie auch immer, der gewisse Vorstellungen hat oder gewisse Problemstellungen hat, gewisse Vorstellungen damit auch schon verknüpft. Wir sind alle menschlich und wir haben alle im Prinzip dann auch schon Vorstellungen, wie die Lösung aussehen sollte, aber der damit sozusagen zu uns kommt. Und was wir dann planen, ist eigentlich erstmal so ein Setup, ja. Wie wollen wir an das Projekt rangehen, ja. Time Planning etc. Und dann ist eigentlich sehr wichtig, erstmal diesen Kontext des Projektes zu verstehen. Also zu sagen, okay, was sind so die typischen Bediensituationen zum Beispiel? Wer bedient es überhaupt? Sind es eher ältere Leute, jüngere Leute? Haben die bestimmte Behinderungen zum Beispiel? Sind es Situationen, wo ich eher in Eile bin oder habe ich viel Zeit? Solche Dinge muss ich verstehen. Ich muss also mit tatsächlich Nutzungssituationen mich auseinandersetzen. Dann nach diesem Prozess geht es dann schon Richtung Specify Requirements. Ja, da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Das
werden wir mal sehen, ob das so sein wird. Dann geht es relativ schnell in Prototype und Design. Und in diesem Prozess ist beides sozusagen verknüpft. Also Design ist eine Art von Prototyping für diese Beamten, die das definiert haben. Ja. Lassen wir mal so stehen. Interessant wird es aber dann, wenn man es zurückführt. Ne? Also wenn man sagt, hier geht es die Evaluierungsphase, wo man einfach überprüft, ist das, was ich bisher gestaltet habe, sozusagen, erfüllt es die Anforderungen, die ich hier vorne definiert habe. Ja? Also passt beides zusammen, was in der Zwischenzeit entstanden ist. Ja? Und das wird im Prinzip dann hier extern definiert, ja? Beziehungsweise wird hier abgeglichen. Und entweder es passt, ja, dann bin ich im Prinzip schon raus aus dem Cycle. Das ist aber im Normalfall nie so. Das wäre sozusagen diese Punktlandung. Oder ich gehe an bestimmte Stellen in diesem Kreis nochmal zurück, vielleicht sogar bis zum Anfang. Ich gehe nochmal zurück auf Los und sage, okay, wir haben es vielleicht bisher falsch betrachtet, dieses Projekt. Ja. Kann passieren. Passiert sehr oft. Oder ich gehe nochmal zurück in diese Requirements-Analyse und sage, okay, vielleicht müssen die Voraussetzungen, die wir versuchen zu definieren, anders sein. Ganz grob, um das mal kurz in Bilder zu fassen, wie sowas abläuft. Funktionale Anforderungen zum Beispiel kann man recht schnell zumindest in einem groben Bild erfassen als Gestalter, wenn man sich tatsächlich mit den Nutzern auseinandersetzt. Ja? Oft ist man viel zu schnell am Schreibtisch und gestaltet aus der eigenen Perspektive heraus. Ja? Ist natürlich auch einfach oder ist auch ja, sicherlich auch spannend, so erstmal seine eigene Meinung sozusagen in den Designprozess mit reinzubringen. Aber es ist eben auch wichtig trotzdem für das, was ich tue, eigentlich immer diese Nutzungsperspektive mit reinzubringen. Was wir dann oft machen, ist eben tatsächlich Befragungen. Da geht es nicht darum, empirisch zu sein, sondern mit möglichst einem kleinen Sample von Leuten, 5, 6, 7 Personen aus dem Nutzerkreis, einfach mal zu sprechen. Ja? Und einfach mal auch in deren Umgebung sozusagen mit denen das Gespräch zu suchen. Da geht es nicht darum, wie in der Marktforschung die Leute reinzuholen und sozusagen befragen, was hättest du denn gern, sondern erstmal den Kontext auch zu analysieren und nach gewissen häufigen Problemen zum Beispiel zu definieren, Highlights herauszufinden, Strategien, Ablauf einer Konfiguration in dem Fall für eine bestimmte Software. Genau, aber es geht auch eben um ästhetische Erwartungen und das ist auch ganz spannend. Ja? Also jeder Nutzer hat eine gewisse Vorstellung, wie seine Software aussehen soll, beziehungsweise vielleicht auch eine Vorstellung daraus, was er sonst an Software oder Geräten verwendet. Ja? Also wir haben das sehr oft, ja? Jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so oft, aber eine Zeit lang war wirklich bei jedem Auftraggebergespräch kam dieser Satz, ja, wir wollen das iPhone für unsere Situation haben, ja? Oder wir wollen Apple sein für bla bla bla. Ja? Es kam immer dieser Vergleich. Und letzten Endes, was man aber dann tatsächlich in Gesprächen dann rausfinden konnte, war, dass was ihnen gefallen hat, war natürlich eine gewisse Ästhetik, die sich damals eben mit Apple verbunden hat, aber und neu war, aber sehr oft eben auch so eine unmerkliche Schnittstellendefinition. Dass ich eigentlich, also was Apple geschafft hat, ist ja an der Stelle wirklich einfach zu sagen, es gibt eigentlich keine Grenzen, wenn ich von einer Software oder einer Applikation in eine Software steige. Ja, also ich habe im Prinzip eine Plattform dahinter, die relativ einfach zu synchronisieren ist. Ich muss mich um die Technik eigentlich nicht kümmern. Aber letzten Endes ist es auch eine ästhetische Einschätzung eigentlich von der Situation. Ja. Und was auch interessant ist, genau diese Erwartungshaltung, ja, iPhone für, weiß nicht, in dem Fall zum Beispiel Festnetztelefone, dann mit den technischen Möglichkeiten abzugleichen. Ja? Sie wollen vielleicht irgendwie diese Haptik haben oder diese Performance haben, aber wo steht denn gerade die Technik oder wo stehen Sie gerade mit Ihrer Technik auch? Ja? Also da muss man im Prinzip beides abgleichen und dann wirklich auch sagen, okay, da haben wir gerade für die Interaktion eben auch grundsätzlich Probleme, zum Beispiel bei der Performance. Da können wir noch so schön gestalten, da können wir noch so schöne Schrift-Rendering-Mechanismen entwickeln oder etc. Wenn das ganze Ding nicht performt oder wenn es nicht schnell genug ist, dann wird man keinen Spaß damit haben. Genau, und das führt dann sozusagen in Zusammenarbeit mit dem Kunden zu solchen Flows oder zu solchen Definitionen von Flows, die auch im Unterschied zu einem klassischen statischen Designprozess oder einem fixen Designprozess eigentlich, wie gesagt, immer in Abläufen denkt. Es geht immer um Step-by-Step, ja, und immer um diese Visualisierung von bestimmten Use-Cases, wo ich exemplarisch durchgehe durch einen bestimmten Prozess. Ja. Das ist enorm wichtig, weil es eben nicht so ist, dass ich nur sozusagen einen Screen habe und es ist auch nicht so, dass ich nur eine Situation habe, in der das Screen verwendet wird.
Das heißt, ich muss immer in solchen Abläufen, in verschiedenen Kontexten und Situationen denken. Und da sind wir dann langsam auch beim Thema, eigentlich diese Flows dann tatsächlich auch explorieren und die Umsetzungsmöglichkeiten explorieren, spezifisch für die Zielgeräte. In dem Fall zum Beispiel sieht man hier bei dem Setup, dass wir versuchen, solche Flows zwar einmal in Papierform abzubilden und sicherlich auch erstmal Designs zu definieren, auf der anderen Seite aber sehr schnell eben genau auf die Größe bringen, weil nachher wird diese Applikation hier oder dieses Telefon eben genau so bedient. Und das ist eigentlich ein zentraler Punkt, dieses schnelle Prototyping, auf das ich nachher noch näher eingehen werde und auch zeigen werde, wohin es noch führen kann. Das Ergebnis in dem Fall war zum Beispiel jetzt für Gigaset eine Art Full-Touch-Telefon. Ja? Also es, die Anforderung bzw. die Idee, die Vision, die man gemeinsam mit Gigaset an der Stelle auch recht früh entwickelt haben, ist zu sagen, wie kann sich denn eigentlich ein Telefon heute in einer Welt, wo wir alle mit Handys telefonieren, überhaupt noch differenzieren? Ja? Das, letzten Endes sind wir alle Touch-Telefone gewohnt, ja? Smartphones übernehmen einen Großteil des Bereiches, ja, wie muss Gigaset an der Stelle reagieren und was die gemacht haben oder was wir mit ihnen zusammen gemacht haben, ist dann eben genau diese Umsetzung, die mittlerweile eben auch in den Läden steht und versucht natürlich auch so eine eigene Sprache an der Stelle zu entwickeln für eine Full-Touch-Situation von Gigaset. Das heißt hier, was sieht man auch in dem Beispiel, ja, Dynamik und Interaktionsmöglichkeiten sind eben sehr wesentlich und müssen eben auch sehr früh prototypisch erfahren werden. Und das ist natürlich dann, also gerade wenn man sehr viel mit Entwicklern und mit auch Ingenieuren zu tun hat, wie wir, das ist eigentlich ein schöner Beweis, wo man sagen kann, okay, das funktioniert. Ja? Also wenn jemand wie er, der Martin R., an der Stelle einfach sagt, sieht einfach geil aus, ja? Einen besseren Ausdruck fällt mir nicht ein, sorry, dann ist das etwas, dann ist das eine Emotionsäußerung an der Stelle. Und das bei solchen Leuten ist durchaus, also da sind wir durchaus stolz drauf. Das heißt aber auch, und da kommen wir jetzt auch auf einen spannenden Punkt, dass es eben genau um diesen Aspekt Joy of Use geht. Ja? Also es geht um Bedienspaß. Es geht nicht nur darum, dass man bestimmte Mechanismen oder Erwartungen erfüllt, sondern es geht darum, dass man Spaß dabei hat. Das ist hier ein Zitat von Mark Hassenthal, der aus der Experience Design Forschung kommt und so eine Experience zum Beispiel klassischerweise definiert, aus mehreren Elementen bestehend, nämlich es geht um das Produkt, aber es geht auch um den Nutzer und seine psychologischen States, ja, also in welcher Situation, in welcher Verfassung ist er, wenn er bedient. Es geht um Beurteilungen, Erwartungen, Ziele, die er hat, andere Individuen, mit denen ich zusammen sozusagen dieses Produkt erlebe und die untereinander bestehenden Beziehungen, all diese Aspekte. Ja, das ist für ihn oder es ist in der Experience Design Forschung so der Konsens, dass daraus eigentlich, dass man dadurch Experience definiert. Gibt es jede Menge Modelle dazu und jede Menge Schemen, wie sowas auch auszusehen hat und sich entsprechend ergänzt zu einem kompletten Bild sozusagen von einer gestalteten Situation. Letzten Endes aber, und was man bei all diesen Schemata eigentlich herausfinden kann, ist, dass es einen sehr großen Unterschied macht, ob ich von Experience Design, also UX Design spreche oder von Usability. Und Usability ist genau der Aspekt, wo ich versuche wieder Dinge bewertbar zu machen und zu messen. Ja? Also wie lang war jemand auf meiner Seite, wie viel Klicks hatte er oder wie viele Page Impressions habe ich gehabt. Ja, das ist alles interessant. Wo haben die Leute geklickt, das ist alles interessant. Aber letzten Endes hat es für das eigentliche Interface oder für die eigentliche Interface-Gestaltung unter einem Joy-of-Use-Aspekt überhaupt keine Aussage. Ja? Weil es eigentlich nur von der aktuellen Situation ausgeht und zeigt, wie jemand im Moment gerade damit umgeht. Aber nicht, ob er Spaß dabei hat oder nicht, oder beziehungsweise selbst wenn ich solche beobachtenden Kameras hier aufstelle, ob das tatsächlich eine Situation ist, wo sich der Nutzer wohlfühlt. Ja. Eigentlich geht es bei Joy of Use sehr stark darum. Und das kann auch heißen, dass ich vielleicht das Interface oder die tatsächliche Bedienung dieser Situation gar nicht mehr sehe. Also ich erlebe, ich bin in einer immersiven Situation, ich bin hineingezogen in das gestaltete Produkt. Das ist eigentlich Best Practice an der Stelle. Genau.
vielleicht zusammengefasst und ich zeige auch gar nicht zu viel Charts jetzt, die so abstrakt bleiben, aber interessant finde ich das hier trotzdem, weil es gerade im Zusammenhang mit Experience Design sehr interessant zeigt, wie verschiedene Techniken, die ich anwenden kann, zu bestimmten Informationen führen. Ja? Also hier, wenn man sich das Chart kurz anguckt, es geht von Oberfläche in die Tiefe grundsätzlich. Es zeigt in der Mitte Techniken wie Interviews, Beobachtungen oder in dem Fall, weil es von den drei Herren und einer beziehungsweise einer Dame, die auch dabei war, definiert wurde, geht es um Generative Research, Generative Design Research. Das heißt, das sind dann Praktiken, wo ich relativ früh eben mit Nutzern zusammen co-designe oder zusammen erste ja, Ideationsschleifen fahre. Und was die eben sagen, ist, dass ich hier natürlich über Interviews erstmal beobachten kann, was Nutzer sagen, ja, oder was sie vielleicht sagen, dass sie denken, ja, aber das bleibt an der Oberfläche. Über Beobachtung kann ich dann schon sehen, okay, was machen sie wirklich? Nicht nur, was sagen sie, sondern, oder was behaupten sie, sondern was tun sie wirklich? Und wenn ich tiefer gehe nochmal, worum geht es ihnen tatsächlich? Was wünschen sie sich? Ja? Wo sind ihre Träume, wie sie es hier ausdrücken? Und das sind dann verschiedene Arten von Wissen, die ich tatsächlich da auch herauskriegen kann. Ja? Also das ist explizit, beobachtbar, tacit, latent, also sehr versteckt. Informationen, die ich unter Umständen erst kriege, wenn ich mich lange mit diesen Personen beschäftigt habe, wenn die auch ein gewisses Vertrauen in den Prozess gewonnen haben. Interessant auch an der Stelle, dass dieses Vorgehen, also den Nutzer zu fragen oder zu interviewen oder zu beobachten und daraus Ableitungen zu ziehen, eigentlich immer so eine Bedingungsschlaufe ist. Ne? Also wenn das, if this, then that. Also wenn das passiert, dann heißt es für mich als Gestalter, ziehe ich bestimmte Schlussfolgerungen. Okay, er sagt es, er kann sich auf dieser Oberfläche, auf dieser Software nicht zurechtfinden. Okay, ich muss wohl ein bisschen ausdünnen oder ich muss irgendwie die Liste ein bisschen schlanker gestalten. Ja. Interessant ist aber gerade in diesem Zusammenhang mit Experience Design und wenn man es weiterdenkt in einem Co-Creation-Prozess, dass man sicherlich eben auch so ein abduktives Denken, also eben nicht das deduktive und induktive, wie wir es gerade gesehen haben, wenn, dann, sondern abduktives Denken betont im Gestaltungsprozess und das ist etwas, was wir eigentlich ständig tun, ne? Also wo wir einfach mal Dinge hinterfragen, wo wir einfach sagen, okay, ja, ich weiß, dass der Nutzer gerne das hätte, aber vielleicht mache ich einfach mal einen Vorschlag, der komplett in die andere Richtung geht, ja? Und das ist durchaus eine Freiheit, die wir uns als Gestalter trotz aller Rationalität dieser Prozesse und aller Rationalität auch in einem Scrum-Prozess oder in Prozessen, die tatsächlich nach einem gewissen Schema ablaufen, durchaus bewahren müssen, dass wir eigentlich immer diese hinterfragende Instanz sind. Ja? Und spannend wird es genau an der Stelle, und das hat auch mit Experience Design, oder es kommt aus diesem Kontext, Experience Design, spannend wird es an der Stelle, wenn man zum Beispiel zu Ergebnissen kommt, die so aussehen. Ja? Also komplett weggehen von einer Lösung, die erstmal rationalen Schlussfolgerungen folgt, ja, sondern sagt, in dem Fall Design ist eigentlich Spekulation vielleicht auch ein Stück weit. Ja, es kann auch ein spekulatives Konzept sein. Ja? Und ich setze das aber bewusst ein. Also an der Stelle zum Beispiel zu sagen, warum ist es nicht so? Ja, das ist dieses spekulative Design oder auch Critical Design, wie es dann im englischsprachigen Raum heißt, kommt aus dem RCA-Kontext, Designing Interactions-Kontext, und sagt einfach, Design kann in gewissen Instanzen, in gewissen Projektstadien durchaus dazu führen, dass man grundsätzlich darüber nachdenkt, welche Rolle Design in diesem Prozess überhaupt spielt. Ja? Also dass es nicht nur um eine Lösung geht, ja? Also nicht nur Problem-Solving, sondern dass tatsächlich auch Design bewusst eingesetzt wird, um Fragen zu stellen. Ja? In dem Fall zum Beispiel, das ist ganz spannend, das ist ein Anzug für, kann man leider nicht lesen wahrscheinlich von weiterhin, das Projekt nennt sich Suited for Subversion. Und es ist eigentlich ein Prototyp für einen aufblasbaren Anzug, den man sich anziehen kann, wenn man auf Protestaktionen geht, ja, und Angst vor der Polizei hat. Ja. Das heißt, man zieht dann einfach einen kleinen Kordel und der bläst sich auf. Und interessant wird es jetzt, weil nämlich hier ein Sensor eingebaut ist, der sozusagen den Puls abnimmt. Ja. Und wenn man natürlich in einer Situation ist, man ist eingekesselt, ja, überall sind die Schlagstöcke etc., dann nimmt der Sensor den Puls ab und der ganze Anzug blinkt in dieser Geschwindigkeit. Ja.
Das heißt, auf einmal bekommt der Anzug, obwohl er eigentlich schützt, eine abwehrende Funktion. Ja? Weil das ist natürlich, ja, rotes Blinken ist erstmal Warnung. Also fass mich nicht an und so. Ja? Gleichzeitig schützt er aber auch die lebenswichtigen Bereiche. aber an der Stelle eben, ja, es löst sicherlich ein Problem, das an der Stelle auftaucht, aber nicht auf die Art und Weise, wie man sie sich vorstellen würde. Ja? Das hat vielleicht, wenn man es damit verknüpfen möchte, auch ein bisschen mit Science Fiction zu tun. Ja? Wo eben oft, sehr oft, der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Ja? Wo man dann sagt, Desire as a Motive for Creativity. An der Stelle zum Beispiel dieses Hoverboard von hier aus Zurück in die Zukunft. Das ist tatsächlich etwas, was sich eine ganze Generation von Kids eigentlich immer gewünscht hat. Das wäre doch klasse, hier so ein Skateboard zu haben ohne Rollen. Und ich kann trotzdem damit irgendwie durch die Straßen surfen. Ja, mittlerweile gibt es auch tatsächlich Medienkunstprojekte, die es dann umgesetzt haben. Also es ist wirklich ein Hoverboard, ja, wo man leider nicht drauf stehen kann. Ich glaube, das geht nicht. Aber es hovert in der Luft und hält sich in der Luft. Zeigt aber, dass genau dieses Wunschdenken, also dieses Denken in Szenarien, die vielleicht jetzt noch nicht real sind, aber real sein könnten, durchaus irgendwie Kreativität anspornen kann. Und das ist teilweise zumindest, versuchen wir das auch bei Intuity zu leben, also dass es eben nicht nur um Zeiss geht oder nicht nur um Softwareprojekte, die bestimmte Abläufe definiert haben, dass es nicht nur darum geht, mit Entwicklerteams zusammenzuarbeiten und in agilen Prozessen voranzugehen. Das ist ein Prozess, der sehr intensiv auch ist und sehr schnell auch in gewissen Mechanismen landen kann, wo man im Prinzip wieder auf der Stelle tritt, sondern zu sagen, wir versuchen uns als Gestalter immer auch ein Stück weit wieder rauszunehmen und bestimmte Themen beim Kunden anzustoßen, über die er noch gar nicht nachgedacht hat. Das heißt jetzt in dem Fall zum Beispiel, das ist ein kleines Lab-Projekt einfach, wo es darum geht, dieses Thema Internet of Things, es ist auch schon 2 Jahre alt oder 3 Jahre, glaube ich, mittlerweile, dieses Thema Internet of Things zu analysieren und mal zu gucken, was können wir eigentlich mit schnellem Prototyping tatsächlich für Effekte schon generieren. Und jetzt zeige ich einfach mal den Film kurz. Hello. Gelb, violett, grün, gelb, türkis. Ist das Besprechungszimmer heute frei? Das Besprechungszimmer ist heute leider nicht frei. Und wie sieht es morgen aus? Das Besprechungszimmer ist am Donnerstag Vormittag frei. Ja. Also wo man auf einmal merkt, das Interface ist auf einmal nichts wirklich Visuelles mehr. Es ist kein Screen auf jeden Fall. Es gibt Feedback, ja, es gibt dieses Leuchten hier, das sagt, ja, ich habe dich verstanden und ich gebe dir gerade eine Antwort. Aber letzten Endes ist es eigentlich also schon eine Bewegung weg von Bildschirmen oder hin zu Objekten. Und das ist genau das, was diese Internet of Things-Thematik beschreibt, ja, dass man sich darüber Gedanken macht mittlerweile, gerade im interaktiven Zusammenhang, wie können Objekte eigentlich miteinander kommunizieren. Ja? Also die Technik ist längst da, teilweise nutzen wir sie auch schon, wenn wir elektronische Geräte in Läden kaufen. Ja? Die sind alle mittlerweile mit RFID-Tags etc. bestückt. Zunächst erstmal aus einem Warenwirtschaftszusammenhang, um zu sehen, wo ist das Produkt gerade im Zyklus oder ist es noch im Laden oder wird es gerade nach draußen getragen, ohne zu bezahlen. Ja? Aber das kann natürlich viel weiter gehen, ja? Dass wirklich mittlerweile Geräte oder Objekte miteinander kommunizieren und sich untereinander abstimmen, eine gewisse Intelligenz auch haben können. Und das sind wiederum Themen, die, also da geht es jetzt zwar nicht um Internet of Things, aber durchaus um eine Thematik, die zeigt, wie dieser Interaktionsgedanke und dieses Thema Mobilität zum Beispiel auch an der Stelle miteinander verknüpft werden können, ohne dass ich im Auto bin oder dass ich vielleicht auch Dinge
zu Hause habe, die mein Auto steuern können. In dem Fall war das für das Forschungscar letztes Jahr auf der IAA von Mercedes, also den F125. Das nennt sich dann auch so ein Ingenieursenglisch, Remote Convenience for Seamless Experience. Ja, also brauchen wir nicht drüber reden, aber was es tut, zeigt vielleicht dieser Film auch so ein bisschen was aus dem Making-of-Prozess. Nicht gestellt, also ich lasse mir gerade das Interface erklären vom Kunden. Und vielleicht interessant eben auch wieder aus dieser Prototyping-Perspektive, dass das komplette Interface und die komplette App eigentlich mit Web-Technologie entstanden ist, also das HTML, CSS, JavaScript sehr viel und eben spezifisch an der Stelle für ein iPad definiert entstanden. Und was es tut, ist eben tatsächlich mit dem Fahrzeug zu kommunizieren. Ich kann dann, ob das Sinn macht oder nicht, ich kann an der Stelle mit meiner iPad-App das Fahrzeug öffnen, die Flügeltür geht nach oben oder nach unten. Ich kann, das macht nur wenig Sinn, vielleicht für die Messe ist es sehr gut, aber ich kann im Fahrzeug selber unterschiedliche Klimazonen zum Beispiel im Vorfeld einstellen, bevor ich das Fahrzeug betrete. Ich habe Profile eigentlich, ähnlich wie man das vielleicht kennt von Musiksoftware oder von Software, die sich im Prinzip auf mein Profil einstellt, wo ich sagen kann, ja, ich fahre jetzt das Fahrzeug oder jemand anders aus der Familie fährt das Fahrzeug und das Fahrzeug stellt sich schon sozusagen auf die Person ein. Das können ganz praktische Dinge sein, wie Sitze stellen sich ein. Es können Dinge sein, dass eine bestimmte Senderwahl oder eine bestimmte Musikauswahl schon vordefiniert ist. All solche Sachen können da übersetzt werden. Das war die Forschungssituation. Interessant wird es einem, weil natürlich jetzt auch das Ganze belächelt wird. Mittlerweile ist es tatsächlich in der Serie gelandet. Also wir reden jetzt hier nicht mehr von einem Forschungsfahrzeug, sondern wir reden jetzt hier von sogar einem Smart, ja, der mit dieser Vehicle-Homepage, wie sich das dann nennt, ausgestattet ist. Das heißt, wenn ich einen eSmart kaufe, bekomme ich sozusagen meine eigene Software-Umgebung, mit der ich das Fahrzeug teilweise steuern kann. Ich kann es überprüfen, ich kann sehen, wie viel ich bei bestimmten Fahrten zum Beispiel an Strom entweder eingespart habe oder verbraucht habe. Also es gibt mir eigentlich direktes Feedback über mein Fahrverhalten zum Beispiel. Und das ist dann schon wieder interessant, ja, also gerade bei Elektrofahrzeugen. Worum es eigentlich bei diesem ganzen Prototyping-Thema auch sehr oft geht, und da sind wir eigentlich wieder bei diesem Thema Gespräch und sich zusammen mit den Kunden an einen Tisch zu setzen, ist es, dass man eine gemeinsame Sprache findet. Und zwar nicht nur zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, ja, sondern im Prinzip auch eine Sprache, die innerhalb des Konzerns zum Beispiel auch wichtig ist, um eine Idee weiterzutragen. Also sehr oft machen wir die Erfahrung, dass bestimmte Innovationsabteilungen, die zu uns kommen und mit denen wir zusammenarbeiten, dass die im Prinzip eine Art Handwerkszeug an die Hand bekommen müssen, um es in ihren eigenen Strukturen weitertragen zu können, um es weiter kommunizieren zu können, um damit auch Überzeugungskraft zu leisten, dass es tatsächlich ein größeres Projekt wird. Und das ist extrem wichtig, weil
man genau diese Unternehmen natürlich nicht komplett umbauen kann als externer Designdienstleister, schon gar nicht. Ja? Aber gleichzeitig kann man natürlich so eine Art subversiv Design einsetzen, um, das ist immer wieder beim Thema Desire und Wunsch, Wünsche zu erzeugen. Ja? Und auch bei, und wir sind alle empfänglich für Bilder, wir sind alle empfänglich für erlebbare Situationen. Und dort wird Design tatsächlich auch bewusst eingesetzt, um diese Wünsche hervorzuholen. Ja? Das können Szenarien sein, also wir machen dann zum Beispiel in der Situation, hatten wir uns relativ früh mal Szenarien gemacht über, wie könnte Mobilität eigentlich auch aussehen, ja? Also das war dann auch innerhalb eines Workshops zum Beispiel entstanden, wo man einfach sagt, was passiert denn, wenn auf einmal 60% oder 80% der Fahrzeuge in der Stadt zum Beispiel Mietfahrzeuge wären oder gescherte, also Carsharing wäre. Oder was passiert, wenn wir tatsächlich in Innenstädten eher versuchen, auf Zweiräder umzusteigen, Elektrofahrzeuge etc. Wie hat das auch Auswirkungen auf das Stadtbild? Aber wie lassen sich zum Beispiel auch in dem Zusammenhang verschiedene Dienste auf einmal kombinieren, nutzen? Ja? Wo man einfach sagt, gerade aus einem, wir sind wieder bei einem Automobilhersteller, ja, der natürlich erstmal oft aus der eigenen Perspektive denkt und sagt, ich möchte Fahrzeuge verkaufen, sonst verdiene ich kein Geld. Dann zu sagen, nee, also eigentlich geht es uns doch um Mobilität und eigentlich geht es uns doch darum, Leute von A nach B zu bringen. Und die Art und Weise, wie sie von A nach B kommen, können wir oft gar nicht beeinflussen, weil das von bestimmten Vorzügen der Person abhängt, weil es von bestimmten Umgebungssituationen abhängt, aber weil zum Beispiel auch bestimmte Services schon bestehen, die ich nicht leugnen kann als in dem Fall Automobilhersteller. Wo ich einfach sagen muss, es gibt MyTaxi oder es gibt öffentliche Verkehrsmittel natürlich, die oft viel besser sind, einfach viel schneller sind, ja, billiger vor allem. Aber wie kann ich die zum Beispiel bei diesem Thema Mobilität wieder zusammenbringen? Und das war zum Beispiel eine Idee, die dann in so einem Workshop oder ursprünglich aus einem Workshop entstanden ist und sich tatsächlich mittlerweile jetzt eben auch nutzbar ist in Stuttgart und seit letzter Woche auch in Berlin. Kein Fahrzeug mehr, sondern nur noch ein Dienst, ein virtueller Dienst, der mir verschiedene Mobilitätsmöglichkeiten zusammenbringt. Und so stellt sich der Dienst mir dar. Also es ist im Prinzip nur noch ein Interface an der Stelle, eine App, wo ich tatsächlich nur ganz konkret, verbal, textlich sage, ich möchte jetzt von hier nach Hause oder ich fahre jetzt von zu Hause nach irgendwo anders hin. Das heißt, das Interface versucht an der Stelle, dieses Einfache von A nach B zu kommen, direkt zu interpretieren und direkt ins Interface zu übertragen. Ja? Und alles, was man hier sieht eigentlich an der Oberfläche, ist möglichst simpel, möglichst einfach gehalten. Ja? Es gibt kaum Verläufe, es bleibt alles recht flach an der Stelle. Es arbeitet sehr stark mit Typografie bzw. Text. Und zeigt mir recht schnell eine grafische Übersicht über meine verschiedenen Möglichkeiten, wie ich die Verkehrsmittel miteinander kombinieren kann. Und genau, Website gibt es auch dazu. Auch wieder interessant aus der Nutzerperspektive, wenn man sich die entsprechenden Feedbacks
kurz nachdem es gelauncht wurde auch, sich anschaut über Twitter zum Beispiel. Twitter ist ein super Kanal, um das tatsächlich abzufragen und zu sehen. Das meiste, was hier genannt wurde, direkten Feedback, hat tatsächlich sicher, also hat zu einem Teil mit dem Service an sich zu tun, mit der Service-Idee, aber interessanterweise an der Stelle tatsächlich mit dem Interface oder mit der Einfachheit des Interfaces. Ja. Da geht es um Simplicity, da geht es auf einmal um looks appealing, sieht gut aus, etc., beautiful UI Design, etc. Und da merkt man, die Leute sind tatsächlich also emotional angesprochen. Und das ist eigentlich genau das, hinter dem wir her sind, über einen Prozess oder hier entsprechend die Position 6, ich glaube nach dem dritten Tag oder nach dem vierten Tag, nachdem die App im Store war, hatten wir dann schon den sechsten Platz in diesen Mobilitäts-Apps. Das heißt aber, von Prozess her geht es eigentlich nicht unbedingt nur darum, möglichst früh mit dem Kunden zusammen zum Beispiel hier zu scribbeln oder diese Prozesse in Flows zu definieren, den Service zu definieren. Das sind hier alles entsprechend Bilder aus dem Entwicklungsprozess, sondern uns geht es eben nicht nur um dieses Design Thinking Thema, um diesen Aspekt, dass man möglichst früh im Prinzip gestalterische oder Kreativprozesse beim Partner oder Auftraggeber mit etabliert, sondern es geht sicherlich auch, und das war tatsächlich der Fall bei Moovil jetzt, sehr stark eben auch um dieses Design Doing. Also das eine ist, die Konzeption zu gestalten, den Auftraggeber als Partner zu begreifen, ihn früh ins Boot zu holen, aber am Schluss tatsächlich auch einfach sehr stark wirklich in der Umsetzung mitzuleben und in dem Fall wirklich diese Specs in iterativen Prozessen, die von hier oben bis dann nach unten gehen, und das ist nicht mal, glaube ich, der letzte Screen, der da vorstand, einfach immer wieder zu überarbeiten und immer wieder erlebbar zu machen. Und jedes Speck im Prinzip hier führte zu einem Prototyp oder zu einer Zwischenphase, zu einem erlebbaren Prototyp, den man tatsächlich am Schluss bewerten konnte. Das heißt, Design ist an der Stelle ein ständiges Iterieren, ein ständiges Überarbeiten, ein ständiges Feilen. Und das eben in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden, in enger Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber, um da an der Stelle einfach auch ein Verständnis dafür zu schaffen, dass bestimmte Prozesse genauso laufen müssen, um ein erfolgreiches Produkt zu schaffen. Hier sieht man auch ganz schön in der Gegenüberstellung, das sind tatsächlich die Wireframes gewesen, das ist nicht gefaked an der Stelle, sondern das waren die original Wireframes, und wie sich tatsächlich diese Idee, die sehr früh eben mit dem Kunden zusammen auch entwickelt wurde und sehr früh auch vom Kunden getragen wurde, sehr wichtig, auch intern weitergetragen wurde, wirklich bis zum Schluss ins Interface übertragen hat. Und das zeigt für mich an der Stelle eigentlich eben genau diese Kombination, die wichtig ist. Wir sind einerseits als Gestalter, müssen wir uns eigentlich so sehen, dass wir den Auftraggeber mit in diesen Prozess nehmen, ja, ihn als Partner begreifen, vor allem auch klar machen, dass er uns als Partner begreift. Manchmal geht es sonst einfach auch nicht. Und andererseits aber ihn auch genau auf dieser professionellen Ebene, wo wir die Experten sind, wirklich professionell zu begleiten und ihn bis zum Schluss in den Details auch zu beraten. Ja. Das heißt, eigentlich ist beides wichtig, sowohl diese Prozessbegleitung als auch die Gewährleistung, dass am Schluss tatsächlich Qualität dabei rauskommt. Und damit möchte ich eigentlich auch beenden. Und, ja. Vielen Dank, Klaus. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich das Bild hier sehe, weil das heißt, dass das User Interface ohne Fonts auskommt. aber vielleicht habt ihr noch Fragen. Ja. Ab wann wurden denn User, also Tester, mit einbezogen bei diesem Moovil? Im Prinzip schon sehr früh in der ersten Ideationsphase, wo man erstmal geschaut hat,
Also bereits als wir die ersten Workshops hatten mit dem Kunden zusammen, haben wir versucht, in die Workshops eigentlich schon mit echte User oder zukünftige User-Feedbacks mit reinzukriegen, weil der Service an sich bestand ja natürlich noch nicht, aber es gab die Zielgruppen, die man ansprechen wollte oder die Gruppierungen, die entsprechend bisher auch schon ähnliche Mobilitätsgewohnheiten haben, die sich zum Beispiel bereits jetzt auch schon bei Carsharing-Themen angemeldet haben oder die bewusst sagen, sie verzichten auf ein Auto. Und die wurden sehr früh eigentlich in den Prozess mit eingebunden. Das war eigentlich auch die Grundlage, um tatsächlich Personas zu definieren und zu sagen, es gibt typische Personendefinitionen, die können sein, eher der junge, flexible, dynamische Student, der kein Geld hat, aber immer zur Uni muss. Es gibt aber auch den Rentner, der mittlerweile keine Familie mehr von A nach B bringen muss, aber trotzdem Mobilitätsbedürfnisse hat. Und die wurden mit in diese Workshops mit reingetragen. Und das heißt, man konnte eigentlich anhand dieser Personas relativ schnell immer aus dieser Perspektive sprechen. Und die haben sich auch etabliert nachher als Mittel, um eben nicht subjektiv zu argumentieren. Ja, ich finde jetzt aber, dass meine Tochter würde das nie machen oder meine Frau sagt, ja, das kommt auch sehr oft vor bei diesen Unternehmen, sondern es wird dann tatsächlich von immer wieder zurückgenommen auf diese Persona-Beschreibung. Und das ist eigentlich ein Mittel, das sehr etabliert ist eben im Interaktions- oder Produktdesign-Prozess und sich dort sehr gut entwickelt hat. Ja. Okay. Noch weitere Fragen? Und ich sind alle durch. Ja, es ist spät jetzt. Okay. Dann. Lieber Klaus, ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, ja. Vielen Dank. So. Oh, large.